grüße euch und herzlich willkommen zu meiner Almküche. Ich zeige euch jetzt einmal schnell ein Brotzeitbredel, das wir gerade auf der Alm gegessen haben. Da ist es allerdings auch so zugegangen, das war nicht schön. Gefallen hat mir eine Alm zum Bewirtschaften, so eine Alm als wie diese da. Ganz ruhig, an und für sich, wenn Kinder nicht recht schreien, aber ansonsten ist es sehr schön und idyllisch gelingt. Ich mache einmal schnell einen Rundschwenk, damit ihr alles anschauen könnt. So schaut die Alm typische Brotzeit aus. Bin gespannt, ob ich es auch so hinkriege. Und so ein Brotzeitbredel, das versuche ich jetzt nachzubauen. Das heißt, den Quark, den mache ich nicht, sondern ich mache einen Obatzen. Einen ganz guten, frischen Obatzen. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's jetzt mit dem Obatzen. Das Rezept habe ich von meiner Freundin Rosi. Und das ist ganz einfach. Da kommt nicht einmal Butter ein, aber das ist recht geschmackig. Also dazu brauchen wir einen Camembert. Der soll halt möglichst weich sein. Also so einen cremigen, der passt dann schon. Da schneiden wir die Stickerl. Also ich tue das mit der Hand machen und nicht in der Maschine, weil ich mag schon ein bisschen ein Stickerl drin spüren. Da schneide ich jetzt dann so Eckerl raus, so kleine Würfelchen. Dann würfelt ihr eine kleine Zwiebel ganz fein. Ihr könnt eine weiße Zwiebel hernehmen oder eine gelbe. Ich finde es halt aber nett, wenn so kleine blaue Würfelchen dazwischen sind. Und auch die Würfelchen, die kommen zu den anderen Würfelchen vom Camembert. Dazu kommt jetzt ein Philadelphia oder ein anderer Frischkäse. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da tue ich jetzt gleich ein Paprika rein. Und ein Salz. Nur nicht zu viel. Müssen wir zuerst einmal probieren. Und ein Pfeffer. Und einen kleinen Schuss Schlagsahne. Damit es ein bisschen cremiger wird. Und jetzt wird es so gut wie möglich vermanscht. So, und jetzt gehen wir zu unseren Brotzeitbrillen. Los geht's jetzt mit dem Greicherten. Da habe ich jetzt so einen Schwarzwälder Schinken. Ihr könnt auch ein anderes Bauerngreicherts oder ein Schwarzgreicherts hernehmen. Dann gibt es eine Scheibe grobe Leberwurst drauf, einen Käse, da habe ich jetzt so einen Sennerinnenkäse, das ist jetzt ein Limburger, weil das darf ruhig ein bisschen Geschmack dahinter steht. Da gebe ich jetzt meine Kugel. Obatzen drauf. Und ich habe da so ein Griebenschmalz, das mir eins ein bisschen mit Kräuter. Da mache ich ein wenig so eine Nocke. Die kommt auch dazu. Und ein Stickerl Butter darf natürlich auch nicht fehlen.
Dann geben wir ein bisschen ein Ei drauf. Eine Tomate. Ein Paradiesel, schaut auch ganz nett aus. Eine halbe die Essiggurken. Die ganze war jetzt da zu viel, weil ich so eine große Essiggurken habe. Wo bastelt ihr denn die noch hin? Die tue ich da her. Dann gibt es auf meinen Obersten auf ein bisschen Zwiebelringerl. Und ein wenig Schnittlauch. Ja, und ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen. Das ist der Meerrettich. Ganz frisch grün. Das gibt nur einen Bums. So. Und schon war es fertig, meine Almbrotzeit. Aber ich muss jetzt schon noch schön herstellen. Kann das nicht einfach so. Und so schaut es jetzt aus, wenn es fertig ist. Ah, wart's noch mal. Ich zeige euch noch schnell, wie das andere ausschaut. Na gut, ganz gleich hat es jetzt nicht ausgeschaut. Ein Schmalz ist nicht um und der Oberarzt ist nicht um, dafür ein Quark. Und ein Ei ist auch nicht um. Aber ausschaut tut meins schon auch gut.